Jetzt festgestellt, dass bei Ihnen der Tumor im Enddarm vorhanden ist und dort vor Ort sitzt. Wir haben keinen Hinweis dafür, dass da irgendwelche Metastasenabsiedlungen entstanden sind in den Lymphknoten oder in der Leber, sodass wir schauen werden, dass wir den vor Ort jetzt komplett entfernen, nachdem er jetzt eben vorbehandelt ist und, soweit wir das sagen können, sehr gut angesprochen hat auf die Bestrahlung und die Chemotherapie, die jetzt vorangegangen sind. Bei der Operation, ich zeige Ihnen das hier auf dem Schema, ist es grundsätzlich so, dass man den Enddarm entfernt zusammen mit dem Tumor. Der Enddarm ist der unterste Teil vom Dickdarm, man nennt ihn auch Mastdarm. Und der Tumor sitzt relativ nah bei Ihnen am Schließmuskel, aber nicht so nah, dass man den Schließmuskel nicht erhalten könnte. Wir würden Ihnen anbieten, dass wir das Verfahren in der Bauchspiegeltechnik durchführen. In jedem Fall passiert immer genau das bei Ihnen im Bauch, ganz egal welchen Zugang man über die Bauchdecke bekommt. Eine Operation in der Bauchspiegeltechnik, der laparoskopische Eingriff, bietet sich an, wenn der Patient eher schlank ist und keine schwerwiegenden Vorerkrankungen des Herzens und der Lunge hatte. Auch sollte er bisher keine Eingriffe am Bauch gehabt haben. Die Methode kann nur in spezialisierten Zentren durchgeführt werden. Sie ist schonender als die große Bauchoperation. Sie hat den Vorteil, dass die kleineren Wunden schneller heilen, der Patient weniger Schmerzmittel braucht und die Narben kleiner sind und weniger auffallen. Man muss wissen, diese Nähte, die hier unten gemacht werden, also man wird den Darm relativ knapp oberhalb des Schließmuskels wieder annähen, die haben die Tendenz, relativ schlecht zu heilen. Und da man das weiß und wenn hier eben eine schwere Entzündung im Becken eintritt, wenn die Naht nicht richtig heilt, dann kommt es zu einer lebensbedrohlichen Situation. Aus dem Grunde würden wir vorsehen, dass man direkt bei der Operation noch einen Schutzausgang macht, also einen künstlichen Ausgang, der dazu führt, dass der Stuhl für eine gewisse Zeit, es werden voraussichtlich 6 bis 8 Wochen sein, abgeleitet bleibt, sodass dann anschließend wieder rückverlagert werden kann. Aber in dieser Zeit ist praktisch diese Naht geschützt, sodass selbst wenn dort unten eine Heilungsstörung eintritt, der Stuhlgang dann nicht drüber geht und wir aus dem Grunde dann keine Blutvergiftung, keine schwere Infektion bekommen. In aller Regel bedarf es jedoch einer großen Baucheröffnung, um den Tumor und die ihn umgebenden Lymphknoten zu entfernen. Liegt der Tumor sehr nahe am Schließmuskel und muss dieser mit entfernt werden, wird die Anlage eines künstlichen Darmausgangs notwendig. Ein künstlicher Ausgang wird auch angelegt, wenn die Darmnaht vorübergehend geschont werden soll. In diesen Fällen kann der Darmausgang nach einigen Wochen zurückverlegt werden. Bei der Anlage des künstlichen Ausgangs macht der Chirurg eine kleine Öffnung in die Bauchdecke, deren Lage schon vor der Operation markiert wurde. Aus dieser Öffnung wird der noch gesunde Teil des Darms ausgeleitet. Die Ausscheidung erfolgt dann aus dieser Öffnung, dem sogenannten Stoma, und wird mit einem speziellen Beutel aufgefangen. So ein künstlicher Darmausgang ist natürlich für die Patienten, vor allem vor der Operation, eine ganz große psychische Belastung. Wir bieten Ihnen Hilfe an, wir klären Sie auf, dass Sie ein normales Leben führen können mit diesem Darmausgang und wir helfen Ihnen natürlich in der Versorgung selber und durch Stomatherapeuten. Und eine ganz besondere und große Hilfe ist natürlich die Mitwirkung der ILCO, der Patientenvereinigung, die in Gesprächen von Betroffenen zu Betroffenen natürlich einen anderen Ansatz, einen anderen Kontaktpunkt bringt und hier vielen Patienten helfen. Aus dem Tumor können sich Zellen lösen und über Blut- und Lymphbahnen in andere Teile des Körpers geschwemmt werden. Dadurch entstehende Tochtergeschwulste nennt man Metastasen. Noch während der Operation klärt der Pathologe anhand einer Gewebeuntersuchung, ob sich der Tumor auf die benachbarten Lymphknoten ausgedehnt hat. Etwa bei jedem fünften Patienten hat der Tumor schon gestreut, Metastasen gesetzt. Heute haben wir auch für diese Patienten mit neuen Therapiemöglichkeiten von Medikamenten bessere Chancen, ihnen über lange Zeit zu helfen. Wir müssen uns dann im Einzelfall überlegen, ob wir erst operieren und dann medikamentöse Therapie einsetzen oder ob wir erst eine medikamentöse Therapie einsetzen und sekundär an zweiter Stelle operieren. Und wir haben immer mehr Erfahrung, dass wir auch bei Patienten mit einzelnen Metastasen diese operativ entfernen und dann noch eine Heilung erreichen können.
Sobald es der Zustand des Patienten zulässt, werden die weiteren therapeutischen Maßnahmen besprochen. Wir haben jetzt heute Ihr histologisches Ergebnis bekommen, die feingewebliche Untersuchung. Wir haben Ihnen ja das Enddarmstück entfernt wegen eines Tumors, die Anastomose. Die Darmnaht war so weit unten, dass wir Ihnen einen schutzkünstlichen Ausgang angelegt haben. Jetzt ist so, in der Histologie waren ein paar Lymphknoten befallen, deswegen würden wir Ihnen jetzt noch eine Chemotherapie und eine Bestrahlung empfehlen im weiteren Verlauf, damit wir Sie vom Tumor her noch besser behandeln können. Darmkrebszellen sind besonders empfindlich gegen Strahlen. Deshalb kann die Strahlentherapie vor oder nach der Operation wesentlich zur Heilung beitragen. Das Gerät dreht sich um Sie rum, fährt diese Positionen ab. Das ist alles vorher geplant. Das Gerät macht immer das Gleiche, das ist per Computer so gesteuert. Und das dauert mit Lagerung, Wartezeit, An- und Ausziehen und Bestrahlen vielleicht eine halbe Stunde pro Tag. Okay, gut. Also hier ist ein Schnitt durch Ihr Becken. Sie liegen ja auf dem Bauch. Ja. Und hier das Blaue, das ist das Zielgebiet. Also hier wollen wir 100% der applizierten Dosis hinbekommen. Dazu haben wir drei Einstrahlrichtungen gewählt. Ja, die Blase liegt hier unten, die wird durch den Plan optimal geschont. Und anhand von diesem Bauchbrett, wie wir sagen, fällt Ihr Bauch und der Darm und die Blase auch ein bisschen aus dem Bestrahlungsgebiet raus und kann somit auch ziemlich gut geschont werden. Die Haut ist normalerweise kein großes Problem mit diesen modernen Geräten. Es ist so, dass durch die Energie der Strahlen die Haut relativ gut geschont wird. Das ist das Maximum der Dosis ist erst 1,5 Zentimeter unter der Haut. Das heißt, die Haut hat eigentlich kaum Nebenwirkungen bei dieser Bestrahlung. Neben Operation und Bestrahlung ist die Chemotherapie die dritte Säule bei der Darmkrebsbehandlung, um die Heilungschancen zu erhöhen. Neue Wirkstoffe können dazu beitragen und ein längeres Überleben sichern. Ziel der adjuvanten oder nach der Operation durchgeführten Therapie besteht darin, das krankheitsfreie Überleben zu verlängern und auch damit zusammenhängt natürlich das gesamte Überleben zu verlängern. Die Frage stellt sich, welchen Einfluss diese adjuvante Chemotherapie auf die Lebensqualität hat. Nachdem die Patienten zunächst einmal augenscheinlich tumorfrei sind und nur im mikroskopischen Bereich vielleicht bösartige Tumorzellen im Körper noch verblieben sind, hat diese adjuvante Chemotherapie per se keinen lindernden Effekt, lindert keine Symptome und verbessert aus diesem Grunde natürlich auch die Lebensqualität nicht. Krebszellen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich unkontrolliert und sehr schnell teilen. Zytostatika sind Wirkstoffe, die das Zellwachstum auf verschiedene Weise verhindern, meistens indem sie die DNA, die Erbinformation der Zellen, schädigen. Nebenwirkungen kommen dadurch zustande, dass die Zytostatika auch andere sich schnell teilende Zellen, vor allem in Schleimhäuten, vorübergehend mitschädigen. Die palliative Chemotherapie hat vom Namen her eigentlich das Ziel, Symptome zu lindern. Mittlerweile ist aber die Diagnostik so gut geworden, dass wir Patienten schon sehr frühzeitig erkennen, bei denen ein Rückfall der Erkrankung offensichtlich wird. Bei diesen Patienten geht es also nicht darum, Symptome zu lindern, sondern im Gegenteil eher darum, Symptome zu verhindern oder den Patienten in einem so frühen Stadium zu behandeln, dass die Erkrankung gegebenenfalls im günstigsten Fall noch einmal komplett geheilt werden kann. In jüngster Zeit gibt es neue Therapiekonzepte wie Angiogenesehemmer zur Unterbindung der Blutversorgung der Tumorzelle sowie Antikörper zur Immuntherapie. Sie werden noch nicht von den Kassen übernommen. Da der Tumor und seine Behandlung körperlich und psychisch sehr belasten, hat jeder Patient nach dem Klinikaufenthalt das Recht auf eine Rehabilitationsmaßnahme. Hier können die begonnenen Therapien fortgeführt werden. Es gibt sowohl Angebote für die körperliche Stärkung als auch für die Stabilisierung der belasteten Psyche. Neben den Ärzten helfen Physiotherapeuten, Psychologen, Ernährungsberater und Sozialarbeiter beim Gesundwerden.